Der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen wird nächstes Jahr um 0,3 Prozentpunkte steigen. Das wird natürlich jetzt durch die Medien getrieben, wird sehr aufgebauscht, aber wenn man es sich genauer betrachtet, ist es gar nicht so wild, wie es erstmal klingt. Denn von diesen 0,3% zahlst du als Arbeitnehmer ja nur die Hälfte. Wenn du jetzt beispielsweise 3.500 Euro verdienst brutto, dann sind es ungefähr 10 Euro. Du zahlst davon die Hälfte, sind 5 Euro mehr, die du dann von deinem Brutto abgezogen bekommst. Zudem hast du die Möglichkeit, die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Keine Angst hier beim Wechsel, denn 95% der Krankenkassenleistungen, wahrscheinlich sogar 98%, wenn man es genauer betrachtet, sind sowieso genau identisch, weil die gesetzlichen Krankenkassen sich sowieso an einen Gesetzesrahmen halten müssen. Und ich würde behaupten, auch wenn jetzt die Zusatzbeiträge für 2023 von den Krankenkassen noch nicht veröffentlicht wurden, würde ich behaupten, dass du mit einem cleveren Wechsel die Wahrscheinlichkeit hoch ist, diese 0,3% Steigerung abzufangen. Je nachdem, in welcher Krankenkasse du momentan bist. Das täuscht aber nicht über ein Problem hinweg, was wir momentan oder eigentlich schon immer haben bei uns in Deutschland. Und zwar lautet bei uns die Devise, wir lösen Probleme, indem wir einfach mehr Geld einnehmen. Ja? Mehr Geld vom Bürger einnehmen. Und es gibt, sag ich mal, einen Grundsatz, Geld löst keine Geldprobleme. Das hat aber die Regierung noch nicht verstanden, ne? Man sieht es aber seit Jahrzehnten, dass es einfach nicht funktioniert, wenn ich ein marodes System habe und dann einfach mehr Geld da reinschmeiße, dann dauert es einfach nur ein paar Jahre und ich brauche wieder mehr Geld. So ist es auch übrigens bei deinen privaten Finanzen. Wenn du irgendwie Probleme hast mit deinen Finanzen, wenn du ein paar Schulden hast oder so, mehr Geld löst es nicht. In erster Linie wird es wahrscheinlich ein Mindset-Problem sein oder ein Strukturproblem bei dir, wie du an Ausgaben rangehst, wie du deine Finanzen verwaltest. Vielleicht bist du jemand, der immer Mahnungen bekommt, bevor er seine Rechnungen zahlt. Du verstehst, was ich meine. Und so ist es bei der Regierung auch. Das ist, sage ich mal, kritisch zu betrachten. Im Rentensystem ist es genau das Gleiche. Hier wird einfach Geld nachgeschmissen, was leider natürlich vom Bürger geholt wird. Du kennst die Debatte, einfach länger arbeiten jetzt bis 68 oder 70 oder die Beiträge müssen erhöht werden. Das ist ein großes Problem, deswegen bleib auf jeden Fall finanziell gebildet. Wenn du hier am Ball bleibst, kannst du so gute finanzielle Entscheidungen treffen, dass du den Großteil davon wirklich abfangen kannst.